So, dann lade ich mal weiter. Ja, Herr Hoxton, das war wieder der Auftraggeber. Der wird schon wirklich ungeduldig, obwohl wir eigentlich sehr, sehr, sehr schnell sind. Ah, Herr Wilhelm, ich muss sagen, Sie sind sehr gut gewesen. Sie haben eigenmächtig den Container weggebracht. Also ich bin sehr begeistert von Ihnen. Also muss ich wirklich sagen. Gefiel mir sehr gut. So, was macht der Pflegefall jetzt? Nein, ich sag gerade zu Ihnen, ich finde es sehr gut, dass Sie eigenmächtig den Container weggebracht haben, weil wir hatten gerade überlegt, ob der Container nicht schon hätte hingebracht werden können und da haben Sie den schon hingefahren. Das finden wir sehr gut. Oder ich finde es sehr gut. Ich habe ja auch studiert, ich bin ja auch cleverer als er da oben. Da haben Sie recht, ja, da haben Sie recht. Ja, wir müssen jetzt hier die Sachen noch aufladen. Da ist Herr Hoxton jetzt fertig. Moment, ich... Ja, die Rohre sind auch schon drauf. Das heißt, wir können jetzt zurückfahren. Herr Wilhelm, ich fahre dann bei Ihnen mit. Ja. Und warten Sie, ich sage eben. So, ich fahre bei Herrn Wilhelm mit. Ja, ja, ja. Alles klar, gut. Okay. Tschüss. Ja, bis hau gleich rein, Alter. Ja, mach ich. Alles gut. Wir haben jetzt sogar einen Auftrag, Herr Wilhelm, gekriegt für eine Villa. Hört sich auch sehr gut an, oder? Oh. Ja. Bald spielen wir in der Oberliga. Ja, ich habe zum Beispiel muss ich das sogar Angebot, ich habe sogar das Angebot bekommen, den Betriebshof zu wechseln in die Stadt. Was natürlich, es ist das Erbe meines Vaters, ne? Ja, da sollte man erst nochmal den Maschinenpark erweitern. Ja, aber das Problem ist, wir können keine neuen Maschinen kaufen, weil hier das Gelände ausgefüllt ist, ne? Da müssten wir dann in die Stadt. Da könnten wir dann einen riesigen Baukran und noch einige Sachen investieren und dementsprechend dann unsere Aufträge auch um ein Vielfaches vergrößern. Ne? Das wäre natürlich, ich sag mal, eine gute Sache, ne? Richtig, aber wie gesagt, es ist das Erbe meines Vaters und, tja, mal schauen. Ja, das ist... Machen Sie dem Herrn Hoxton das jetzt da nicht zu eng alles? Er muss das ja... Warten Sie, ich steig mal aus, ich guck mal. Ja, genau. Dann parke ich den auf der anderen Seite, würde ich sagen, ne? Ja, ich habe verstanden. Fahren Sie rüber, aber passen auf die Laterne auf. So, wo muss das hin? Hier, wo ich bin. Da auf der Baustelle. Nein. Rot kann schimmeln, was kann er? Ich kann aber rückwärts rein. Da, ob sie das können? Ja, hören Sie mal, ich kann merken, das kann ich, das kriege ich hin. Sehr gut. Kann ich immer noch Körnchen trinken? Ich habe gerade schon einen Holunder gehabt. Holunder? Ja, sehr lecker. Kann noch was davon? Ja, aber halbe Flasche noch. Ja, super, dann können wir ja gleich richtig einen brennen, wa? Ja, sobald die alte weg ist. Ja. Meine Herren. Ja. Was war denn? Hat irgendeiner was gesagt? Ich hab nicht gehört. Meine Herren, machen Sie bitte Ihre Arbeit erstmal vernünftig. Sie machen wir immer vernünftig. Was kann ich was? Was Sie in Ihrer Freizeit machen, geht mich natürlich nichts an. Wenn wir das hier fertig haben, gibt es einen kleinen Bonus, weil wir sind sehr schnell gewesen. Ach, kann mal eben einer bitte die Gurte lösen? Das also, der Herr Wilhelm. Also du kommst nicht ohne mich klar. Ich hab das gemerkt. Das war doch froh, dass du nicht. Ich bin die Stütze der Firma. Ja, sicher. Habe ich mir die Schuhe dreckig gemacht. Oh je. Stütze der Firma. Bringen Sie sich bitte nicht selbst. Welche Fahrzeuge haben wir denn jetzt hier? Ich nehme schon mal den Absetzkipper, ach nicht Quatsch, den Containertransporter und fahre schon mal zur Firma. Sie kommen dann bitte nach, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Super. Bis gleich. Haben Sie den Bagger schon wieder aufgeladen? Nee, der steht dahinter aber. Mal gucken, wie wir hier. So, dann fahren wir schon mal zur Firma.
auch mal den Mitarbeitern ein freundliches Hub-Konzert geben. Mensch, das klappt ja richtig gut. Leute, 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 das gibt richtig Tattis. Natürlich kriegen die nicht so viel, ist ja logisch. Muss ja auch an die Firma denken. Und wenn wir dann halt wirklich den Umzug machen, das könnte dann schon von Vorteil sein. Mein Vater, sein Unternehmen, ja, alles aufgeben, ich weiß nicht. Aber die Aufträge und das Geld, was wir dann verdienen können, das wäre ja, boah, das wäre wirklich mega. Das wäre wirklich mega, Leute. Also da würde ich mich schon richtig gesund stoßen hier. Vor allen Dingen könnten wir neuere Fahrzeuge, neue Kräne, das wäre schon mega. Neuere Angestellte, das brauchen wir beide ja nicht zu sagen. So, dann wollen wir mal gucken, wann die hier aufschlagen. Weil eigentlich waren sie ja schon fast fertig. Mal gucken. Vor allen Dingen, was die da wieder anstellen. Oh Gott. Ich habe mir ja echt gedacht, das könnte schlimmer werden bei den beiden. Habe ich ehrlich gedacht. Ach, ja, ja, ja. Ja, dann warten wir mal. Ich kann ja hier schon mal inspizieren. Ich glaube, morgen kommt ein Fernsehteam. Nach dem Auftrag, das brauche ich den beiden ja auch nicht zu sagen. Weil die Firma, der ist ja Regisseur und ja. Und da wollen sie so einen kleinen Lebensbericht über den Regisseur bringen. Und ja, dann hat das Fernsehteam mich angefragt, ob sie dann auch mich mit aufnehmen können. Und da muss das hier alles sauber sein. Was natürlich nicht so schön ist, dass der Kipper, ist hier eigentlich noch was drin? Warten Sie mal, ich muss mal hier gucken. Da ist auch noch Erde drin. Ich glaube, ich kippe die mal da aus, dann sieht das hier auch sauberer aus. Kann ich die hier im Bunker reinpacken. So nur kann dann der Hoxton das alles wieder ausschaufeln. Außerdem, glaube ich, hat er sich beim letzten Mal noch so aufgeregt, dass wir keine Vorräte hier haben. So. Kieswerk bringen und abladen. Das ist ja ein bisschen doof. Vielleicht gebe ich den beiden noch den Auftrag, sie sollen zum Kieswerk fahren. Dann haben wir den auch sauber hier. Oh je, das wird den aber überhaupt nicht schmecken, glaube ich. Das wird den nicht schmecken, den neuen Jungs. Vor allen Dingen Herrn Hoxton, der wird mir wieder einen erzählen, Leute. Oh Gott. Ich höre ihn jetzt schon maulen. Warum muss ich immer zum Kieswerk fahren? Das kann der Herr Wilhelm genauso gut. Der war so lange nicht da. Und außerdem hat er nicht geputzt, ja. Oh mein Gott, was veranstalten die denn da eigentlich so lange? Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wo die so lange bleiben. Also, dauert ja ewig hier. Unglaublich. Unglaublich, die beiden. Also, da muss ich wirklich sagen, huhuhuhuhu. Das geht ja mal gar nicht hier. Die kommen einfach nicht mehr wieder. Ob ich die überfordert habe mit den Aufträgen. Vielleicht ist der Wetter auch da oben umgeschlagen. Ich meine, man sagt ja auch, es ist ein Umschlagsplatz da oben, aber ich glaube, das ist was anderes gemeint. Mensch, 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 Leute. Ich gucke nochmal nach den Aufträgen hier, die wir hier bekommen.
Wir haben hier kleinere Gartenarbeiten, Ferienbungalow. Tja, da muss ich mal gucken, was wir da machen. Ich bin ja erstmal froh, dass der Herr Wilhelm auch wieder da ist. Da geht das hier viel schneller und ruckizucki. Die werden einfach nicht fertig, die beiden. Was ist da los? Die brauchen doch nur das Schnittholz zurückzubringen. Verstehe ich nicht, was da jetzt das Problem ist. Wir haben den Auftrag immer noch nicht ausgeführt. Unglaublich. Da jetzt echt noch mal hinfahren. Aber das sind da Kosten, die nicht sein müssen. Ich glaube, ich rufe die beiden mal an. Was wir finanziell leisten können. Ich weiß es auch nicht. Herr Hoxton? Ich weiß es. Moment mal. Ja, bitte? Können Sie mich hören? Wie sieht das aus bei Ihnen? Warum sind Sie noch nicht fertig? Ich warte und warte hier auf Sie. Ja, ich lade gerade die letzte Palette ab. Ach so, das dauert also noch. Ich dachte schon, Wir sind gleich fertig. Der Willem hat schon alles aufgeladen. Wir sind fertig. Wir können jetzt alles einpacken. Ah, wunderbar. Wenn Sie die Baustelle verlassen, dann kommen Sie nochmal hoch. Sie müssen ja noch mit dem fürs Willem die Abnahme machen. Ah, alles klar. Okay, dann bin ich gleich da. Bis gleich. Bis gleich. So, dann fahren wir nochmal hoch. Stimmt, die Abnahme muss ja auch noch gemacht werden. Das ist gar nicht dran gedacht. Herr Wilhelm, wir machen jetzt die Abnahme hier. Ist das naja, richtig? Wir müssen erstmal die Baustelle noch verlassen, Chefin. Ach so, ja, dann. Ne, wir müssen jetzt erstmal. Aber wir bleiben angezogen, Chefin. Ja, sicher bleiben Sie angezogen. Ja, der Wilhelm fährt zuerst und dann stellen wir alles schön dahin und dann machen wir ein schönes Foto. Ah, wunderbar. Jawohl, ja. Ein schönes Foto. So, Moment, ich komme mal hier hin. Alter, ich sehe alles verschwommen. Fertig? Ja, fertig. So, ja, Moment. Ich als Ingenieur, ich muss noch mal gucken gehen. Moment, ich komme mal eben raus hier. Hier, komm mal hier, damit du auch was lernst vom Ingenieur. Komm mal her. Stell dich mal da hin. Ich mache mal ein schönes Foto. Jetzt umdrehen wieder. Hier, so. Ja, komm mal da zum Eingang. So. Ja. Okay. Seid ihr bereit? Ja, lächeln. Jawohl. Einmal bitte lachen. Aprikosenlikör. Und noch mal. Dankeschön. Aprikosenlikör. Alles klar. Also, dann machen wir eben schnell die Abnahme, Leute. Ja. Ja. Ja, ist okay. Da ist keine Menge. Schaukel ist auch nach Sicherheitsstandards aufgebaut. Sehr schön. Hat der Harpe auch sehr gut gearbeitet. Und ja, die Dachläufe sind auch gut. Ja, das. Der Grill steht auch schon sehr schön. Ja, dann kann ich das so übergeben und werde dann sagen, wir sind soweit ab. Sie wollen sich übergeben? Die Rechnung. Ja, sehr gut. Also, okay, dann übergeben Sie sich. Ich bin begeistert, wie ich das konstruiert habe. Komm, wir müssen noch zum Betriebshof, Don. Wir müssen da noch eine Nachbesprechung. Wir müssen da ganz dringend. Sie reden dann mit dem Eigentümer. Wir bringen schon mal die Fahrzeuge weg. Und waschen gut. Die auch. Ne? Also genau, wir machen die sauber. Wunderbar. Würden wir mal sagen, bis gleich. Ne? Ja, bis gleich. Ja, ich fahre eben noch zum Eigentümer und bin dann gleich bei Ihnen. Ja, fahren Sie zum Eigentümer, wir beide, gut. Der Fürst und ich, wir fahren schon mal runter. Und Sie fahren dann eben halt, machen die restlichen Papiere und dann kommen Sie und dann ist der Hofer sauber. Genau, das mache ich. Aber, alles klar. Aber zum Eigentümer, nicht zum Friseur. Ne? Aber okay. Ja.
Wir treffen uns dann gleich am Betriebshof. Ich fährt bestimmt zum Nagelstudio oder sowas. So, Leute, dann fahren wir da mal hin. Huch. Dann wollen wir mal gucken. Der schon da ist. Noch gar keiner da. Das ist schlecht. Ja, dann muss ich erstmal wieder zur Firma zurück. Dann muss ich die später erreichen. Geht halt nicht anders. Ganz fahren, alles frei, ja, ja. Vorsicht, 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 rückwärts fahren das Fahrzeug. Ja, Moment. Sehr aufmerksam. Ja, ich stehe ein bisschen verkehrt gerade. Ja, 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 ich pass auf, ne? Vorsicht, zurückdrehen, das wird rückwärts. So, ja, 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 Komma, 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 ja, 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 Komma, Komma, ja, 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 ja. Sieht gut aus, ne? Ja, ja, komm mal, komm mal, ja, 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 noch ein Stück rechts, links, oben, warte. Unten. Jetzt in der Mitte, ja, ja, ja. Jetzt haben wir gleich. Vertikal. Vertikal, der klingt wie anal, ne? Egal, ne? Warte, ich warte mal vor, warte mal. Ja, 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 ja. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, ja, 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 komm mal, ja, 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 komm mal, ja, 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 ja. Stopp! Das steht, ne? Ja, ja. Ah, meine Leute sind richtig gut hier. Oh. Wie war's beim Friseur? Ich meine beim. Hast du die Pulle? Hast du die Pulle? Hast du die Pulle noch dabei? Ja, warte mal, guck mal, guck mal, ich schläge. Ja, komm her. Wo sind denn jetzt die Prost, beiden? Mein Junge. Prost, Herr Hoxton? Prost, Prost. Ja? Herr Hoxton? Was denn? Ja, wir müssen dann noch die Abbesprechung machen für heute. Was machen Sie da gerade? Wir haben die Toilette im Gebäude benutzen. Sie brauchen hier nicht. Nein, wir haben uns über die Paletten hier unterhalten. Okay, wir müssen die Nachbesprechung machen. Dann hauen Sie mal rein. Kommen Sie mal mit. Ja, okay. Ja. Also die Firma hat sich bedankt. Sie gibt euch auch einen kleinen Bonus, weil ihr sehr gut gearbeitet habt. Und ich bin mit eurer Arbeit auch sehr, 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 sehr zufrieden. Vor allen Dingen auch mit Herrn Wilhelm seiner Arbeit. Also er hat jetzt gerade auch sehr bedacht. Ich dachte, er macht einen Regentanz. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Aber er hat einfach super sie eingewiesen. Also wirklich wunderbar. Ich bin ja auch ein geiles Stück DNA, ne? Ja, komm. Da enthalte ich mich jetzt mal der Stimme des Herrn Hoxton. Aber ich würde sagen, ich bin sehr zufrieden. Hat sehr auch gut mit gearbeitet, ihm. Würde ich mal so sagen. Ne? Also hat auch gut geklappt. Aber der, darf ich Sie was fragen? Ja, bitte. Sind Sie wirklich, spielen Sie immer noch mit dem Gedanken, in die Stadt zu ziehen? Ja, so ein bisschen. Obwohl, also Don, ich würde ja gerne einen Kran haben, ne? Also einen Kran. Also wenn ich so überlege, ne, dass wir jetzt halt doppelt einen Panzer? Ich meine, einen Betonmischer? Ja, sowas könnten wir auch. Also doppelt und dreifach verdienen wäre ja auch nicht schlecht, ne? Mal so Hotels bauen, Hochhäuser und so.
Ja. Das wären alle so Sachen, wo ich mir echt Gedanken dran machen müsste. Oh, ach du Telefon. Das könnte jetzt aber der Friseur sein. Wahrscheinlich.